In unserer zweiten Folge finden wir den perfekten Spot für die Ladestation unseres Sileno Minimo und bauen sie auf. Für die Installation braucht man dann Hammer, Greifzange und Seitenschneider. So, und um die beste Stelle für die Station zu finden, unbedingt einen Grundriss vom Garten vorbereiten. Der Platz sollte schattig sein. Und eben, damit der Mäher gut in die Station einfahren kann. Bevorzugterweise steht die Station außerhalb des Rasens und hat 2 Meter Platz davor, damit der Minimo ohne Probleme zur Arbeit und wieder nach Hause fahren kann. Und es sollten sich in der Nähe der Ladestation keine magnetischen Gegenstände befinden. Du kannst jede ebenerdige, bebaute Fläche, wie zum Beispiel Terrassen, Beete und so weiter verwenden, um deinem Minimo ein kuscheliges Zuhause einzurichten. Je nach Gartenform macht es auch sehr viel Sinn, wenn die Ladestation nicht mittendrin steht, sondern eher an einem Ende des zu mähenden Bereichs. Ohne Strom geht natürlich nichts. Ein 3 Meter langes Kabel ist im Lieferumfang dabei. Längere Kabel sind jedoch als Zubehör bei Gardena erhältlich. Zuerst die Bodenplatte so positionieren, dass die Rückseite zum Rasenrand schaut. Die kleinen Löcher dienen als Wasserablauf. Dann muss ich nur noch die Ladeeinheit von oben einklipsen. So, das Netzteil mit dem Niederspannungskabel und der Ladestation verbinden, zum Schluss das Netzteil dann in die Steckdose, den Mähroboter in die Ladestation schieben und den Hauptschalter einschalten. Wichtig, die Befestigungsschrauben für die Bodenplatte noch nicht reinschrauben. Das werden wir ganz am Schluss erledigen.